Ja, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr gesehen habt, an der Donau wieder mal ein bisschen. Und ich habe mir da daheim so eine kleine Strecke angesteckt. Ich will da hinten einmal schauen, ob ich da ein bisschen reinkomme in das Dickicht. Da drin war ich überhaupt noch nie. Auf Google Earth oder auf Komoot, wo ich auch dabei bin, habe ich auch gesehen, da sind Wege mit drin. Gut, ich kann nicht sagen, wie alt die Karten sind mit den eingezeichneten Wegeln. Ist eigentlich nur so für die Bauern wahrscheinlich. Aber ich schaue mal, ob ich das finde. Ist so eine kleine Runde durchs Dickicht und dann ein bisschen noch durch die Ortschaft wieder heim. Sind so 7-8 Kilometer und ja, schauen wir, ob wir was erleben und ob wir durchkommen oder nicht. Ob uns das Wasser den Weg versperrt. Ich glaube aber eher nicht, weil wir haben eh niedrig Wasser. Aber jetzt gehen wir mal drauf los, würde ich sagen. Ne? Ja, Stickeln noch, dann soll da ein Weg rein sein. Was ich auch ehrlich gesagt schon fast bezweifle. Das ist ja wieder mal Dschungel pur. Ja, weiß nicht, ob man sieht, laut Karten soll man da reingehen. Ja, Freunde, wo? Das ist ein tiefster Dschungel. Ja, ich glaube die Fotos oder die Aufnahmen sind vom Winter. Ja, da ist ja kein durchgekommen. Ich werde dann ein Stückchen da entlang schauen, aber ich glaube, da habe ich ein Pech. Und da jetzt einmal oben und in unseren Trampelpfad. Dann ist das ein Tierweg, da schau. Schön. Kürbis? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher kein Weg da durch. Warum? Das sind Kürbis. Die auf der Bauer angebaut haben. Hm? Legst du? Da liegt auch noch ein Kugelrutz um und um. Ja, Freunde, ich glaube, das wird da nicht wirklich was. Da ist überall kein Durchkommen mehr. Ich bin ja so ein Tierpfad gefolgt, aber der ist da aus irgendwo. Keine Chance, seht ihr alles. Brennnesseln und Disteln, weiß Gott wie hoch. Ich glaube, ich werde wieder retour gehen. Sieh das erst, da hat sich einer Strauß einen Beobachtungsstand gemacht. Ja, den schauen wir uns nicht an, da muss ich jetzt zurück. Eine interessante Konstruktion. Auf einem ersten Gestell. Na, nicht schlecht. Da hinten versteckt der Eingang. Geil. Gute Idee. Na, zumindest sind wir jetzt wieder bei der Donau heraus. Ja, der Weg war das Ziel eigentlich nicht wirklich. Na, macht nichts. Gehen wir da noch ein Stück vier und haben wir selbst eine kleine Insel und machen wir Pause einmal. Es ist 10, 24 Grad und sie sieht gerade schwafel, jetzt bin ich auch na Sapperlaut. Da brauchen wir sofort erste Hilfe. Ja, da war so ein schöner kleiner Strand. Und den werden wir uns quasi einverleiben. Ja, da war es einmal ein großer Baumstamm. Der ist quasi weg. Nein, macht auch nichts. Aber ich glaube, der Stein da ist optimal zum Draufsitzen. Der gehört mir. Ja, Kletten, so leid, das ist auch gerecht. Ja, Freunde, ich sitze einmal. Ach, herrlich.
grüße wieder meine Krankensaison gesund werden und dann die restliche Welt. Prost! Ja, kann auch gut sein, sowas. Und da ist es gerade so gemütlich gehabt. Und ja, wenn ich ein bisschen da sitzen bleiben will, habe ich mir gedacht, ich werde mir ein kleines Feuerchen riskieren. Ich bin nicht mehr im Wasser, ich weiß, das ist zwar da nicht erlaubt. Feuer machen ist sowieso eine eigene Sache, aber das wird wirklich nicht groß. Ich will nur ein ganz kleines, ein bisschen wegen der Gemütlichkeit. Und wie gesagt, ich habe da auch schön was gebaut, da kann nicht viel passieren. Ja, schön langsam kommt es in die Gänge, hat sich doch etwas bieten lassen, muss ich gestehen. Ja. Da herunter ist das Holz ja da nicht so trocken, wie es sein soll. Man spürt es auch schon brechen. So, aber Zeit fürs zweite Käfchen. Die Atmosphäre ist gleich viel gemütlicher. Ja, bei den Temperaturen dann auch noch ein Feuer, ne? Naja, ist ein bisschen gemütlicher, aber das war es eh schon wieder. Das lasse ich jetzt eh schon wie prima. Kommt eh nichts mehr dazu. Und zum Löschen habe ich nur Sand da noch falls. Und ein bisschen Wasser wäre. Naja, was haben wir? 11:30 Uhr. Passt, wenn man dann schon langsam ans Feuer ausgegangen ist. Alles noch ordentlich löschen und dann packen wir zusammen und gehen wir wieder heim essen. Ne? So, das geht schon langsam aus. Passt eh. Sind ein Stückchen Holz drin gestanden. Ich weiß nicht, ob sie was kennt. Das sind Vermessungspunkte bei uns. Die werden mal im Boden geschlagen. Keine Ahnung, irgendwo fällt der jetzt sicher. Ja, kommt schon wieder der Katamaran von unserem, der Ösi-Kat. Na, da gehe ich mit euch zum Wasser, aber den schauen wir uns näher an, wenn er vorbeitunert. Ja, der neueste Twin City Liner. Macht hinten schon ordentliche Wellen. Und jetzt schauen wir, wann das dann herkommt. Wenn ein Wasser kühlt an der Donau. So, passt. Die packen wir jetzt zusammen und machen wir einen Rückweg. Und Licht drüber löschen. Eingefahren. Ja, die Tour ist zwar nicht das geworden, was ich vorgehabt habe, aber egal. 2 Stunden wieder draußen. Puh, mit der Sonne ist es wieder heiß.
ja, da ein bisschen wieder was dazugelernt. Wenn wir ein kleines Dosel mit Sondermaterial mit reingeben, das kann nicht schaden. So, da geht es wieder zurück über die kleine Furt. Eine wirkliche Geschichte, das Ganze. Aber wir sind drüber. Ja, Freunde, mit dem Wasserskischiff im Hintergrund verabschiede ich mich gleich von euch. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.